der erfolgreichsten Choreografen der Welt sucht nach den besten Tänzern, die Deutschland zu bieten hat. Ich suche zwei Tänzer für mein erstes Musikvideo. Und die will Star-Choreograf Hamza Haimami ausgerechnet in Mülheim an der Ruhr finden. Doch die Suche gestaltet sich äußerst schwierig. Da muss viel mehr Kraft rein. Ja, das ist nichts, was ihr gerade hier macht. Droht Hamzas eigenes Musikvideo zu platzen? Ich nehme dich mit in meine Welt und ich zeig dir, wer ich bin, denn ich liebe mein Leben. Ich nehme dich mit. Ein Leben als Profitänzer, davon träumen Tausende in den Tanzschulen der Republik. Den Traum leben, das können nur wenige. Nicht alle haben das Talent, den Biss und den Mut, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Er hat es schon geschafft. Über den großen Teich nach L.A., von Casting zu Casting. Am Ende hat es sich gelohnt. Denn er ist nun ganz oben. Jetzt macht er sich selbst auf die Suche nach Tänzern, um auch ihnen diese Chance zu geben. Mein Name ist Hamza Haimami, Artist Director und Choreograf. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Talenten. Und davon gibt es nur eine Handvoll. Und ich suche nach Style, Kreativität und Persönlichkeit. In einem internationalen Musikvideo zu tanzen, ist nicht nur eine große Ehre, sondern auch der erste Schritt in Richtung Profikarriere. Für sein neues Gesangs- und Musikvideo fehlen Hamza noch zwei talentierte Tänzer. In seiner Heimatstadt Mülheim macht er sich deshalb jetzt auf die Suche. Ich habe jetzt zwei Aufrufe gemacht für mein Musikvideo. Ja. Heute besuchen wir zwei Tanzschulen. Die eine ist direkt hier vorne um die Ecke, da gehen wir gleich rein und sind sehr, sehr heiß und warten schon auf mich. Und ich freue mich drauf. Ich suche erstmal auf jeden Fall Persönlichkeit. Ich suche Leute, die sehr, sehr stark sind im Style, in der Persönlichkeit, Kreativität und die einfach Bock drauf haben. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Leute, die Bock haben, die talentiert sind und hungrig sind, Feuer in den Augen haben. Das brauche ich. Hungrig und feurig sollen sie also sein. Die neuen Talente für Hamzas Video. In L.A. gibt es Tanztalente wie Sand am Meer. Aber in Mülheim an der Ruhr? Also ich suche ja nicht nur Tänzer für mein Musikvideo, ja? Ich suche auch Talente für die Zukunft. Leute, die bereit sind, in die große, weite Welt zu gehen und auf den großen Bühnen zu stehen, mit den großen Künstlern. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich Talente finde, die auch in Zukunft erfolgreich sind. Applaus an euch. Ja, erstmal danke, dass ihr alle hier erschienen seid heute. Ja, freut mich auf jeden Fall mega, euch alle zu sehen. Für euch, die mich unter euch nicht kennen, mein Name ist Hamza Haimami, ich bin Artist Director und Choreograf. Arbeite mit Justin Timberlake zusammen, Rihanna, Katy Perry, Mariah Carey und wie sie alle heißen. Warum ich heute hier bin, hat einen ganz bestimmten Grund. Ich suche zwei Tänzer für mein erstes Musikvideo. Ja, und dafür brauche ich natürlich nur die Besten. Das ist mein Traum, in einem Musikvideo mitzutanzen und vielleicht geht das ja in Erfüllung. Es ist eine Riesenchance, sich das mal anzugucken und da mal hinter die Kulissen zu schauen. Ja, ich bin ja hier der Trainer, aber ich möchte gerne auch die Rolle bekommen. Und ja, es tut mir leid für die Schüler, aber so ist das halt im Leben. Ihr macht einfach das, was ihr am besten macht, tanzen. Ich pick mir ein paar Leute gleich raus und gucken mal, wie weit wir kommen. Machen bis 5, 6, 7, 8 und in my heart, in my head, in my room, in my bed, naked. Cut, cut, cut! I can't take it, I can't push und rund ein Hip, Hip, push, cut, ta, ta, ta. Fünf, sechs,
Es dauert nicht lange, da hat der Choreograf sich schon für die erste Kandidatin, Alina, entschieden. Ja, Killer erstmal. Danke. Obwohl du ein Team-Loser-Shirt anhast, bist aber kein Loser. Aber gerne Pulli. Ja, wie lange tanzt du schon? 12 Jahre. 12 Jahre? Schon? Ja, wie alt bist du denn? 50 oder was? 16. Dann hast du angefangen mit? 4. Mit 4? Okay, super, sehr gut. Hast du eher angefangen als ich? Ja, aber das war dann eher so Kindertanzen. Ja, ey. Ja, super. Wie gesagt, du gefällst mir, sehr talentiert. Okay. Wie geht's? Dein Name? Gino Hinnemann. Gino. Ja, Hamza, freut mich. Ich bin sehr, super Killer. Ich mag deinen Style, mag deinen Look vor allem. Dankeschön. Cool, cooler Look. Dankeschön. Ja, super. Ja, wie lange bist du auch schon hier? Wie lange bist du schon bei? Bei Philipp bin ich schon 6 Jahre schon. 6 Jahre schon? Ja, und ich tanze auch schon seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren tanzt du? Okay, voll super geil. Ja, ich finde deine Personality gefällt mir auf jeden Fall. Dankeschön. Check mal, zeig mir mal, auf was bist du spezialisiert? Hast du irgendeinen speziellen Style, was du machst? Freestyle-Hip-Hop. Freestyle-Hip-Hop? Okay, okay. Zeig mal ein bisschen was. Einfach ein bisschen Styles, einfach ein bisschen, damit ich mal sehe. Okay, fresh, fresh. All right. Pops going on. Fresh. Nice. Nice. Okay, cool, 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 cool. Fresh, fresh. All right. Hi. Aber ich kann sowas. Dein Name ist? Alicia. Alicia. Hamza, freut mich. Hi. Super, talentiert. Ja, danke. Ja, danke. Wie lange machst du das schon? Seitdem ich 6 bin, so 12 Jahre. Seitdem du 6, 12 Jahre auch schon. Ihr habt alle früh angefangen hier, ne, in der Tanzschule. Ja, alles seit klein auf. Okay, super, sehr, sehr gut. Ja, gefällt mir, dein Style gefällt mir. Cool Look. Danke. Ja, die hat einfach einen coolen Stil. Ja, das habe ich direkt gesehen, wo ich reingekommen bin. Gefällt mir sehr, sehr der Stil und die Konzentration. Den Tanz, die sie reinsteckt auch. Wie gesagt, wie vorhin auch, hat einen super Look auch. Gute Größe vor allem auch. Ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Nicht, dass du da einen 2-Meter Mann vorne hast und aber 50 cm Mädels hinter dir stehen, macht nämlich keinen Sinn. Und freue mich einfach auf die weitere Zusammenarbeit und zu sehen, was ich da noch alles rausholen kann. Star-Choreograf Hamza krallt sich einen weiteren Tänzer heraus. Diesmal ist es der Tanzlehrer. Selbst. Ja, killer Typ. Dankeschön. Ne, dich habe ich ja schon länger beobachtet. Und eigentlich bin ich hier gekommen wegen deinen Schülern. Okay. Aber an dich komme ich einfach nicht vorbei. Ne? Was soll man machen, ne? Was soll man machen? Ja, der hat es einfach drauf. Wie man das auch sieht, wo ich direkt hier reingekommen bin. Hat eine super Choreo gemacht auch zu dem Song. Und genau das sind die Leute, die ich brauche. Ich brauche Leute, die kreativ sind, die auch eigene Sachen mit ins Spiel bringen und einen eigenen Style haben. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ja, fand ich richtig super und mega von euch allen. Ihr habt alle Gas gegeben, hier ist so viel Talent in dem Raum. Hab mich aber oder konnte mich leider nur für 4 von euch entscheiden, ja, die ich richtig geil finde. So gut, dann tanzen jetzt die 4, die ich gerade ausgewählt habe, noch einmal die Choreo, um einfach mir nochmal zu zeigen und dass ich auch nochmal für mich sehen kann, was ich da auch überhaupt rausgepickt habe. Okay, die anderen können natürlich hierbleiben, unterstützen, anfeuern. Ganz, ganz wichtig. Let's go. Der erste Schritt Richtung eigenes Musikvideo scheint gemacht. Die 4 geben alles. Doch plötzlich kippt die Stimmung. Star-Choreograf Hamza Haimami ist nicht zufrieden. Okay, das zweite Mal war jetzt nicht gerade viel besser als wieder beim ersten Mal. Okay, hört ihr mir zu? Ja. Okay, cool. Genau, das hättest du gerade machen müssen. Ja. Gut. Wie gesagt, ihr müsst auf jeden Fall Gas geben. Ja, das wird auf jeden Fall kein leichter Weg. Ja, weil sonst würde sich das natürlich auch alles gar nicht lohnen, diese Aufwendung, die wir gerade hier machen. Also jetzt mal ganz tacheles gesprochen, ernst gesprochen. Ich suche wirklich Leute, die wirklich was drauf haben. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja? Natürlich wollen wir alle Spaß haben. Das kommt dazu. Das ist auch alles unsere Leidenschaft. Aber ich suche auf jeden Fall Killer-Leute. Ich suche Hammer-Tänzer. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Die Style haben, die kreativ sind und die wissen, was sie machen. Ja? Also ich spiele noch einmal die Musik. Diesmal will ich keine Choreo sehen, sondern ich will euch einfach mal tanzen sehen und grooven sehen und gucken das, was ihr einfach rausholt. Genau. Genau. Ja? Warum setzt du dich hin? So Freestyle kann schon mein Arsch packen, sonst nicht. Ja, du sollst, tanzen ist ja deine Leidenschaft, hast du mir doch gesagt, oder nicht? Genau.
Das heißt, du sollst dich einfach gehen lassen. Du sollst einfach der Musik freien Lauf lassen, deinen Körper freien Lauf lassen, dich einfach bewegen zur Musik. Weil das macht einen Tänzer aus. Nein, geht jetzt nicht. Alicia will jetzt schon aufgeben. Nur eine Ausrede. Tanzprofi Hamza Haimami zeigt sich jedoch davon unbeeindruckt. Er will es ganz genau wissen und redet der 18-Jährigen ins Gewissen. Und das mit Erfolg. Nun scheint auch Improvisation für Alicia alles andere als problematisch zu sein. Das ist so mein Hobby, das lerne ich so zu Hause vom Spiegel. Das könnte schon vor meine Service. Ich nehme mich mit.